Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Monkey Island Secret oder wie auch immer The Secret of Monkey Island Team. Und jetzt höre ich endlich auch, was da eigentlich vor sich geht, weil ich habe jetzt den ganzen Sound da verpasst. Das regt mich jetzt schon ein bisschen auf, aber egal. So, hol dir das Idol. Oh, es geht schon wieder los. Aber jetzt höre ich es wenigstens. Benutzt das Stilbuch mit Reiswolf. Oje. Buntes Konfetti an schwer bewaffneten Clown. Man kann sich nur vorstellen, was da drin eigentlich vor sich geht. Wirf Wachslippen in Feuer. Ach nö, die Wachslippen. Komm. Pfeil auf Zehennägel eines Nashorns. Oh, schön gefeilt. Ein ausgefeilter Plan. Pfeile auf Schloss. Hol dir das Idol. So, und jetzt. Wo ist der schwere Stuhl? Wo ist der schwere Stuhl? Oh. That was a close one. At least I got the idol. Und der? Okay. Dachte mir gerade. Thought you could get out of here with the idol of many hands, did you? Ja, eigentlich schon. I can explain. So can I. You poisoned the governor's pet poodles. They're just sleeping. Broke into her house. The door was unlocked. And stole one of her most valuable pieces of art. No, you've got it all wrong. Oh, really? Well, let's hear your explanation. Habe viele Erklärungen. Eine sagt, sie hat gesagt, ich könnte es haben. Ich wollte es nur kurz ausleihen, das gehört in ein Museum. Piraten haben mich angestiftet. Verpetzen will ich die ja nicht gerade. Ausleihen ist irgendwie blöd, Museum ist auch. Sie hat einfach gesagt, ich kann es haben. Die war nett. She said I could have it. Ta! What's going on here? I caught this hoodlum making off with your idol, Governor. He says you gave it to him. That's right, I did. What? You heard me, Fester. The real question is, how did he get in here while you were on guard? Das ist eine gute Frage. Oh, just go away, Fester. I can handle this. Later. Jetzt hast du es aber gekriegt. Was sagst du jetzt? He's new. I'm Governor Marley. Governor Elaine Marley. So, I gave you the idol, eh? Relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Believe me, you're not the first who's tried. Although I have to admit, not many get as far as you have. Golly! My lookout told me of your arrival. I've wanted to meet you ever since I heard your fascinating name. Tell me, Guybrush, why do you want to be a pirate? You don't look like one. Your das face is too blödes Vorurteil. Sweet. Oh, eine Verehrerin. Darauf kann ich nur ein wohlgeformtes Rrrrgrpft aussprechen. You're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? I suppose you've got many more exciting things to do. I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. Das ist jetzt interessant. Komm. Du kannst toll reden. Das I really wish I knew how to talk to women. Ein schüchterner Pirat. Ist das nicht mal was Besonderes? Wow! Where do you think you're going, Throom Wade? Bin jetzt mal nett. You know, it's not too late for us to make up and be friends. Yeah. And it's also not too late for me to kill you and still make it to the bar for happy hour. Da hast du recht. Hand over your sword. Nein. Well, this is the end of the road, my little pantalooned pal. Your troublemaking days on Melee Island are over.
My plans for the governor are far too important and much too near completion to risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, Mr. Spicecake or Droopface or whatever your name is. Freeput. Hey, hey, hey. This might actually turn out to be a pretty good day. Das ist jetzt nicht so gut. Ah, Hauptsache es geht uns gut. Habe ich noch mein Schwert? Nein, natürlich nicht. Nein. Reach that from here. Rusty, but sharp. Kann ich da irgendwas erreichen? Sharp and dangerous. Nehmen. Wo ist denn nehmen? Nehmen, nehmen, nehmen. Reach that from here. Okay. Ich krieg natürlich alles nicht, was mir helfen könnte. Dann probieren wir mal mit dem Klammerenthefter. No staples to be removed. Das ist das sagenhafte Idol? Der hat mich ernsthaft mit dem... Actually, it's more like a fabulous doorstop. Mit dem wertvollen Ding, was die da, um das es geht, mit dem hat er mich versenkt. Interessante Idee. Sehr, sehr interessant. Kann ich mit der Schaufel das erreichen? Warte mal. Benutze Schaufel. I can't reach that from here. Mit dem? Etwas. Oh Gott. Digmaster, the only shovel for serious treasure hunting enthusiasts. Kann das ausgraben, das Idol? That doesn't seem to work. Ah, du. Du willst nicht zurecht, habe ich das Gefühl. Nimm es mal raus. Ach. Klar. I guess I'll be needing a sword. This one will do. Was? Einfach das? Hätte eigentlich das Rostige genommen oder ein Schwert. So hard. Now all I have to do is show this stupid idol to the pirate leaders and. You're alive! Governor! Hey! You can talk. Huh, who'd have known? What are you doing here? Come to finish the job? No, I came down here to save your life. Fester wasn't acting on my orders when he threw you in there. Kein Problem. You came down here to rescue me? I didn't even think you liked me. Well, our first meeting was a little awkward. You seemed to have trouble forming complete sentences. But then again, so do most of my citizens. But I'm not one of your citizens. I'm just a drifter. A nobody. A would-be pirate. Who would have known or even cared if you'd let me drown? I would have, Guybrush. Oh, Governor. Oh, Threepwood. Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Dieser Name. Love Muffin. Ernsthaft? Sugar Boots. Honey Pumpkin. Oh mein Gott. Bitte nicht noch schlimmer. Okay. No, we mustn't. What? Not here, where everyone can see us. Why? Are you ashamed of me? Ja. No, no, it's not that at all. It's just that many of these pirates have made advances towards me. And to avoid hurting their feelings, I've always told them that my father made me promise never to fall in love with a pirate. If they see us together, they'll know I was lying. Okay then, let's go to your place. Okay. Ooh. Your trials first. Ach nö. To be preoccupied. But. Was zum Teufel? The sudden urge to complete the trials quickly. Ja, ich kann dich gut verstehen. Dann, so kann man das auch überleben. Interessant. Aber jetzt haben wir auch eine Menge neuer Sachen. Zumindest eine. kann ich den... Das entklammern? Warte mal. Ich benutze jetzt den Klammerer mit dem Hund. Schade. Den Knochen wie eine Klammer rausziehen aus seinem Mund. Dann geben wir halt mal das Idol... Geben wir das Ding an die wichtig wirkenden Piraten. So, wir haben doch die Fechterei und die Schatzsuche. Leave us to our grog.
come back later and tell us how you're doing. Okay, okay. Ist der Koch drinnen? Hey, ja. Anscheinend. Da muss ich noch kurz warten. Nochmal, das ist die Items durchschauen. Wir haben jetzt den Klammerenthefter und eine Vase. Ich werde es mal probieren, in die Vase einen Grog reinzufüllen. Der ist weg, okay. Nicht zumachen, reingehen. Ach, sehen an. Das ist da wieder ein Fleischhaufen. Ach, ich drücke hier erstmal die falsche Taste. Nehmen. Man weiß ja. Nein. Benutze Fleischhaufen mit Eintopf. Und jetzt nimm das wieder. Jetzt haben wir wieder ein gekochtes Fleisch. Wofür auch immer. Benutze Vase mit Fass. Ah. Was? Hä? Ist meine Vase weg? Na toll. Na toll, jetzt ist meine Vase weg. Was soll denn das? Ich dachte, das wäre jetzt die Lösung. Wie kriege ich das jetzt? Benutze das mit dem Fisch. Ja, das sagst du jetzt. Ach so, geben wollte ich das. Boah, ich komme mit den Befehlen nicht klar. Zu viel. Nimm es halt. Dann musst du den Vogel irgendwie ablenken. Weiß nicht wie, aber irgendwie wirst du das schon schaffen. Oder eben auch nicht. Kann ich da irgendwas verwenden? Kann ich die Pfefferminz mit dem... That's refreshing. Das Fleisch mit dem... Pfefferminz verwenden. That doesn't seem to work. Okay, nein. Geht alles... allesamt nicht so recht. Ich hasse es. Okay, weiter jetzt. Darf ich so weiter rüberklicken? Das ist immer der Fehler. Wir haben noch die Aufgabe mit dem Schwertmeister, wobei wir immer noch den einen Typen irgendwie verfolgen müssen aus dem Shop. Und dann bleibt uns immer noch die Aufgabe. Was war denn das letzte? Ach ja, den Schatz finden, genau. Der war ja ein bisschen sehr kompliziert. Bisschen sehr kompliziert. Kann ich dem irgendwas das geben? Die Karte? Kann ich das mit dem benutzen? So nennen. Dann benutzt er so, okay. Der Affentanz. Irgendwas hat's mit dem auf sich. Ich bin nur noch nicht ganz dahinter gekommen. Wie? Ich schätze mal nicht, dass ich das da oben aufklammern kann, oder? Das wäre ein bisschen zu einfach. Ist hier irgendetwas, das ich verwenden kann? What do you want? I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again? I guess I could hike all the way over there again. Be right back. Ich muss irgendwie eine Spur legen. And don't touch anything. Irgendwie muss da eine Spur gelegt werden. Ich weiß noch nicht genau wie. Aber wie dem auch sei.